Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ja, ein neues Let's Play, wie Pokémon, ein Let's Play von einem Retro-Game, wie man auch schon wahrscheinlich an diesem Design sehen kann. Wir haben hier gerade ein Spiel angemacht und zuerst können wir die Sprachen auswählen. Dann nehme ich natürlich Deutsch mal. Nintendo 2004, Nintendo präsentiert. Und jetzt gucken, lassen wir uns einfach mal angucken. Oder ja, ich lese mal vor. Vor langer, langer Zeit teilten sich Drachen und Menschen einen Frieden, geboren aus Weisheit, der viele Generationen anhielt. Doch ging dieser verloren, als die Menschheit diese Balance mit einem plötzlichen Anschlag zunichte machte in einem Krieg, der ihre Welt erzittern ließ, kämpften Menschen gegen Drachen. Dieser Krieg hieß fortan die Befreiung. Besiegt und gedemütigt zogen sich die Drachen zurück. Doch die Menschheit erstarkte wieder und erweiterte die Herrschaft über das Land und die Inseln im Ozean. Seit dem Ende jener dunklen Zeit ist ein Millennium vergangen. Oder schon davon vergangen? Keine Ahnung. Fire Emblem. Ja, genau. Das zocken wir hier jetzt. Ein alter Klassiker. Der letzte Ableger war auf dem Nintendo 3DS. Aber sonst die ganzen Ableger sind hier auf dem Game Boy. Und auf dem DS gewesen. Aber vor allem hier der Game Boy. Wir spielen Fire Emblem. Ein altes Strategiespiel. Ich lasse hier nochmal das Ganze hier ein bisschen durchlaufen, während ich ein bisschen rede. Fire Emblem. Worum geht es? Richtig, es geht um Strategie. Ja, es ist ein, na, wie soll ich sagen, ein Strategiespiel. Ja, doch, eigentlich schon eher ein Strategieabenteuer, ja? Denn ihr habt hier verschiedene Klassen, wie ihr hier wahrscheinlich schon gemerkt habt. Die könnt ihr auf dem Feld sozusagen bewegen. Und dann müsst ihr ein bestimmtes Ziel erreichen, was entweder besiegen aller Gegner ist oder irgendwas einnehmen. Also, ich kenne das Spiel ja schon. Also, nicht das Spiel, ne? Von dem Spiel kenne ich die Story kein bisschen. Von anderen Spielen, die ich ja schon mal ein bisschen gespielt habe. Weil ich habe Fire Emblem, ja? Sonst wäre ich nicht auf das Spiel gekommen. Das Spiel ist in meinen Augen richtig Hammer. Ja? Und ich werde wahrscheinlich entweder ein Kapitel oder eine Schlacht machen. Und jetzt wiederholt das Ganze hier wieder. Und drücke ich auch mal Start. So. Dann drücken wir hier unten auf ein neues Spiel. Habe ich das Spiel überhaupt mal angefangen? Keine Ahnung. Neues Spiel. Daten löschen natürlich. Löschen. Danke. Neues Spiel. Keine Daten. Und ja, dann starten wir mal unser Strategie-Abenteuer. Ein Mädchen, ey. Du bist ein Stratege, der die Länder von Elibe bereist. Gib deinen Namen, deinen Geburtsmonat und dein Geschlecht ein. Nutze dazu das Steuerkreuz und den A-Knopf, um mit der Grundeinstellung fortzufahren. Wähle Nein. Infos eingegeben. Was? Nein. Okay, ich heiße jetzt Mark. Ja. Okay, ja, dann heißen wir Mark. Das ist, glaube ich, auch schon gut so. Ja, da sind wir aber der Prolog. Wir sind einfach der Protagonist. Der heißt Mark. So. Bist du wach? Ah! Wer ist das? Mädchen. Ich fand dich in den Ebenen. Du warst ohne Bewusstsein. Ich bin Lin, vom Stamm der Lorca. Du bist hier in Sicherheit. Wer bist du? Kannst du dich an deinen Namen
erinnern. Dein Name ist Mark? Welch merkwürdiger Name. Hey, das ist Mark. Ja, Mark. Aber das soll ich nicht, das soll ich nicht bekümmern. Dein Name ist ein wertvolles Gut. Ich glaube, an deiner Kleidung zu erkennen, dass du ein Reisender bist. Was führt dich in die Ebenen von Sakal? Oder Sakal, ja, Sakal, sag ich mal. Möchtest du deine Geschichte mit mir teilen? Was soll der lernen? Ich werde kurz nach dem Rechten sehen. Ich bin gleich zurück, Mark. Oh, Krieg, 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 Krieg. Oh nein, Banditen, sie müssen aus den Bergen von Bira herabgestiegen sein. Sicher wollen sie die Dörfer in der Umgebung plündern. Ich muss sie aufhalten. Wenn dies alle sind, werde ich alleine mit ihnen fertig. Hier bist du in Sicherheit, Mark. Wie? Du willst mir helfen? Nun, kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ah, ich verstehe. Du bist also ein Stratege, ein eigenartiger Beruf. Wie dem auch sei, lass uns zusammengehen. Badababam, da bin ich. Ich bin Mark der Große. Naja, hier drüben. Wenn du helfen willst, Mark, ich könnte deinen Rat gebrauchen. Ich werde dich beschützen. Bleib also in meiner Nähe. Informationen zur Einheit. Lin ist die blaue Einheit. Die feindlichen Einheiten sind rot. Mark, du erscheinst grün. Grundsätzlich nehmen wir neben am Kampf blaue verbündete Einheiten und rote feindliche Einheiten teil. Sie ziehen abwechselnd über das Schlachtfeld. Du fungierst hier als Stratege, Mark. Du betrittst das Feld nur bei besonderen Ereignissen. Deine Aufgabe als Stratege ist es, den Cursor auf blauen Einheiten zu platzieren. Danach kannst du ihm Befehle erteilen. Wähle nun eine Einheit. Platziere deinen Cursor auf Lin und drücke den A-Knopf. Ja? Ich muss in die Nähe des Feindes gelangen. Du hast Lin ausgewählt. Wenn eine Einheit ausgewählt wurde, ändert sich die Farbe der Umgebung, so wie hier gezeigt. Lin kann sich innerhalb des blauen Bereiches bewegen. Bewege sie zu dem Feld mit der blinkenden Markierung. Platziere den Cursor darauf und drücke danach den A-Knopf, um diesen Schritt auszuführen. Ja, das sollte nah genug sein. Warten. Oh oh, der Bandit hat mich bemerkt. Er kommt auf mich zu. Rücken wir ihn auf den Pelz und greifen an. Wähle Lin. Bewege sie zu einem Feld, das an den Standort des Banditen angrenzt. Um ihn zu attackieren, muss ich direkt neben ihm stehen. Ja, wie ihr wohl gemerkt habt, diagonalen Zehntel nicht. Also gehen wir hier hin, ja. Und jetzt Schlag zu. Angreif. Wähle Angriff. Tun wir. Eisenschwert. Ja, das ist normal noch. Und hier sieht ihr auch schon, Schwert ist besser als Axt, aber ich glaube, das wird noch erklärt, also halte ich jetzt mal in diesem Falle mein Maul und greife an. Let's go! Bang! Und daneben. Und bang! Ach, ich liebe diese alten Animationen. Und man kriegt Erfahrung dazu, ja? Die Einheiten werden besser. Die Einheiten werden stärker pro Kampf. Auch wenn sie halt zum Beispiel nicht gewinnen. Aber egal. 40 XP-Punkte. Spielerzug. Ich habe gesiegt, aber ich wurde verletzt. Ich brauche ein Heilmittel. Wähle Lin. Drüben bei dem Gär im Westen lauert noch ein Bandit. Du weißt nicht, was ein Gär ist? Es ist eine Art runder Hütte. Runder Hütte? Okay. Viele Nomaden leben in solchen Behausungen. Ich sollte die Zeit nutzen, um ein wenig Erste Hilfe anzuwenden. Bewege dich zu dem Feld mit der blinkenden Markierung. Ich habe ein paar Heilmittel in meinem Ranzen. Die sollten mir wieder Kraft geben. Würdest du mir bitte eins bringen?
Öffne das Item-Menü und wähle eine Heilmünze, wähle danach verwenden. Badabang, geheilt. Gegnerischer Zug. Ja, er hat mich angegriffen, jo. Vielen Dank, Mark. Kümmern wir uns nun um den Banditen namens Gear. Ja, greif ihn an, ne? Angriff. Aber wie ihr schon merkt, das Eisenschwert ist eigentlich sehr, sehr schwach. Also, es ist eigentlich gefährlich. Für wen hältst du dich? Du hast keine Chance gegen Butter, die Bestie. Und bing. Und das hat gesessen. Uiuiui. Uiuiui, das passt nun mal nicht. Puh, er ist stark. Nun, hängt alles von meinem nächsten Streich ab. Mark, sollte ich fallen, versprich mir, dass du fliehst. Du musst entkommen. Butter, oh so, ja. Bei dem Gear hält man sich, ja. Und jetzt nochmal Angriff und nochmal Angriff. Oh, da wird gekrittet. Da wird gekrittet. Was? Wie konntest du? Und Sieg. Und das bringt natürlich immer Masse XP, ein Sieg, ja? Es bringt doch schon deutlich mehr XP als einfach ein normaler Kampf. Und da sind unsere Werte gestiegen und ja, wir sind jetzt dran. Ha, das war knapp. Ich habe ihn schmerzlich unterschätzt. Es tut mir leid, sollte ich dir Sorgen bereitet haben. Ich muss stärker werden, wenn ich behaupten will, stark genug, um gegen jeden Ansturm zu bestehen. Lin gewinnt mit jedem Kampf an Erfahrung. Hat sie genug Erfahrung gesammelt, steigt ihr Level. Durch einen Levelanstieg verbessern sich ihre Fähigkeiten. Mit der Zeit wird sie noch viel stärker werden. Doch nun ist es an der Zeit, dieses Kapitel zu Ende zu bringen. Wähle Lin und bewege sie zu dem Tor, wo Butter, die Bestie, zuvor stand. Wähle Besetzten, um Lins und deinen Sieg zu verwirklichen. Okay. Besetzen! Chocolata! Gute Arbeit, Mark. Lass uns nach Hause gehen. Ja, weiterlesen. Guten Morgen, Mark. Bist du schon wach? Der gestrige Kampf hat dich sicher viel Kraft gekostet. Sag, Mark, ich wollte mit dir etwas besprechen. In der Kunst des Krieges bist du nicht unbedarft. Das habe ich gleich erkannt. Würdest du mir erlauben, an deiner Seite zu reisen? Wie? Du möchtest, dass ich die Erlaubnis meiner Eltern einhole? Boah, ist ja wie Pokémon hier. Meine Mutter und mein Vater starben vor 6 Monaten. Mein Stamm, die Lorca, sie. Nur wenige sind noch übrig. Banditen griffen an und sie töteten so viele Leute. Der Stamm wurde in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Mein Vater war unser Oberhaupt. Ich wollte mein Volk beschützen. Aber ich bin so jung. Unsere Leute sind sehr traditionsbewusst. Sie würden niemals einer Frau folgen. Niemand würde mir folgen. Ach, es tut mir leid. Ich war so lange allein. Nein, es reicht. Keine Tränen mehr. Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Mark, ich muss stärker werden, um den Tod meiner Eltern zu rächen. Der Kampf gestern hat mir die Augen geöffnet. Wenn ich hier alleine bleibe, kann ich niemals stärker werden. Mark, sag mir, dass du mich trainieren wirst. Dass du mich mit dir ziehen lässt. Du erlaubst es mir? Das ist wundervoll. Oh, vielen Dank. Wenn wir zusammenarbeiten, wird uns vieles leichter fallen. Du wirst mein Meisterstratege sein. Und ich deine unvergleichliche Kriegerin. Wir werden es schaffen, nicht wahr? Zieh mit Lin in die Welt, Mark. Stehe ihr zur Seite und meistere die Kunst des Krieges. Erfülle die Aufgaben, welche dir in jedem Kapitel gestellt werden, und hilf Lin auf ihrer Mission. Schalte das Instruktionsfenster durch Drücken von Select ein oder aus. Und jetzt können wir speichern. Und Kapitel 1. Und damit haben wir das Kapitel hier schon fertig, ja?
Hier seht ihr noch ein bisschen vom Anfang vom nächsten Kapitel, aber das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich lasse es bei diesem Bildschirm. Ich werde wahrscheinlich den Prolog nochmal spielen, weil ich nochmal die Namen... Okay, Namen? Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich den Namen so lassen soll, ja? Ich werde wahrscheinlich so ein Part pro Woche hochladen, weil die Kämpfe auch ziemlich lange werden mit der Zeit. Am Anfang sind die noch so ein bisschen kurz. Und na, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr einen anderen Namen wollt oder ob ich hier Mark heißen soll. Na dann, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Lasst eine kleine Bewertung für das neue Projekt da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Schlacht.